Wir möchten jetzt mehr darüber erfahren, was sich im Gericht ereignet hat. Deshalb ist bei mir Azamet Damir. Er ist Zaman-Korrespondent. Was gab es da drin Spannendes zu erleben? Was sehr auffallend war, dass Frau Çepe sich voll locker geführt hat und auch ihre Anwälte. Die wollten auch heute Showveranstaltung machen und das haben sie dann zumindest bisher das erreicht, denke ich mal. Dass es der Anklage noch nicht verlesen worden ist, hängt nur davon ab, dass sie diese Zeitverzögerung gewonnen haben. Und jetzt ist die Pause, Mittagspause, und mal sehen, was nach der Mittagspause passiert. Aber die Anwälte, die anderen Anwälte, die erfahrenen Anwälte sagen, dass es keinen Grund zur Verschiebung des Prozesses geben soll und dass auch weiterlaufen wird und dass wir auch demnächst auch die Mitanklage verlesen, anfangen können und auch der ganze Prozess stattfindet. Welchen Eindruck hat Beate Çepe auf Sie gemacht? Ich habe andere Beate Çepe erlebt. Ich habe diese Beate Çepe in Bildern, was vom BKA auch in die Internetseite gestellt worden ist. Aber diese Beate Çepe war auch mit anderen Haarfrisur, mit anderen Outfit und das konnte man schon sehen. Und wie sie sich auch benommen hat, sie kam rein um 9.55 Uhr und hat sich gedreht mit dem Rücken zur Kameras und stand so ungefähr 30 Minuten lang. Und die Kameras und die Fotografen, Kameraleute und Fotografen wollten sie filmen, aber das haben sie auch nicht erreicht, denke ich mal. Und diese ganze 30 Minuten lang wurde sie von hinten gedreht und ich habe auch ein paar Opferangehörige noch beobachten können und einer von denen hat die Hand von einer Anwältin auch gehalten und ich glaube, das ist auch türkische Familie, sie hat auch mit gemurmelt, wo sie die ganze Zeit gebetet hat. Das hat man auch beendet. Und eine der Angehörigen hat so mit Händen so gemacht, was soll das, so habe ich so interpretiert und das hat ihnen bestimmt nicht gefallen. Welche Bedeutung hat denn das Verfahren national und international? In der türkischen Community hier in Deutschland ist ja ein sehr wichtiger Prozess, denke ich mal, weil es sind 13 Jahre untergetauchte Terrorzelle, 8 türkische Mitbürger ermordet haben. Insgesamt 10 Menschen wurden umgebracht und einen Bombenanschlag gab in Kolbstraße 2004. Und daher gesehen, die türkische Community in Deutschland ist ein sehr wichtiger Prozess. Die wollen wissen, wer hinter diesen Leuten stand und ich hoffe, dass auch in diesem Prozess das herauskommt. Außerdem, wie Sie auch sehen können, es kamen sehr viele Journalisten aus der Türkei und das zeigt schon, dass es auch dieser Prozess in der Türkei auch mit großen Aufmerksamkeit verfolgt wird. Und es gab auch im Prozess 5 Abgeordnete aus dem türkischen Parlament und der türkische Botschafter kam auch dorthin. Das heißt auch sehr große Aufmerksamkeit auf diesen Prozess. Was für ein Signal hat denn die Neuvergabe der Medienplätze ausgelöst? Ich glaube, es hat auch einigermaßen ein gutes Signal ausgelöst, in dem Sinne, dass auch mehr Journalisten sich akkreditiert haben. Das heißt, dass diejenigen, die sich dorthin akkreditiert werden wollten, im ersten Gang waren weniger und im zweiten Gang waren mindestens 9-mal mehr Journalisten, die sich akkreditiert haben. Das heißt, der Andrang war noch größer. Und daher gesehen, es ist ja, ich denke mal, auch zum Guten gegangen und mal sehen, ob auch die Anklageschrift auch verlesen wird und der ganze Prozess weiterlaufen wird. Nach den ganzen Pannen bei den Ermittlungen, bei dem Akkreditierungsverfahren, haben die Türken überhaupt noch Vertrauen in die deutsche Justiz? Ja, ich denke mal schon. Deutschland, die deutsche Sicherheitsstruktur hat auch sehr großen Ansehen bei der türkischen Community. Man muss diese Ansehen und dieses Vertrauen wieder aufbauen. Dieses Vertrauen wurde erschüttert. Ich würde nicht sagen, dass es ganz zusammengebrochen, aber sehr im großen Maßen erschüttert und dieses Vertrauen muss neu aufgebaut werden. Und dieser Prozess soll auch dazu dienen, dass dieses Vertrauen auch wieder aufgebaut wird. Aber es sollte nicht an solchen Pannen wie Akkreditierung oder die Auslosverfahren und so weiter und so fort und solchen technischen Sachen auch hängen bleiben. Es sollte lieber auch inhaltlich etwas weitergemacht werden, auch inhaltlich herausgebracht werden. Und ich hoffe, dass auch die Anwälte und Nebenkläger sehr gute Fragen stellen werden und auch sehr viele Sachen herauskommen. Und ich hoffe, dass auch Frau Çepe auch sich äußert und spricht. Bisher hat sie auch verweigert zu sprechen und etwas so darüber zu sagen. Und ich hoffe, dass sie auch etwas aussagt. Und wenn sie etwas aussagt, ich denke mal, das wird auch mehr
Details in die Sache reinbringen. Warum wäre es denn so bedeutend, dass Beate Zschäpe sich äußert für die Hinterbliebenen? Weil sie auch, wie wir jetzt sehen, einzige Überlebende des NSU-Trios. Und sie weiß ja von ihnen, wie es war und wie sie das gemacht haben. Und daher gesehen ist sie auch eine sehr große Bedeutung. Man hat ja vom Rechtsanwalt gehört, dass Beate Zschäpe schweigen wird. Wie sieht es denn bei den anderen Angeklagten aus? Das wissen wir noch nicht genau. Jetzt müssen wir nur abwarten, dass der Anklageschrift verlesen wird. Und im Laufe der nächsten 2 Jahre werden wir sehen, ob sie weiter schweigen oder nicht. Vielen herzlichen Dank an Sie. Und wir melden uns gleich wieder zurück mit dem nächsten Interview.